Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind am Verdursten, wir sind an Standort Charlie. War ich da wirklich? Ich glaube schon. Wir wollten, glaube ich, hier hingehen und reingucken. Stimmt, ich erinnere mich. Es ist wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. So, erstmal ziehen wir uns ein bisschen was Flüssiges in die Nase. So, dann essen wir noch mal ein bisschen was. Viel zu essen habe ich nicht mehr dabei, ne? Dann noch ein leuchtendes Steak am Start. Okay, meine Energie ist fast leer. Ich habe aber noch 3 Kerne am Start. Das ist doch gut. So, und wir wollen heute... Was machen wir denn eigentlich? Sprich mit Rose. Optional rüstet den Skill Kannibale aus und isst Fleisch. Ach so, okay. Wir müssen mit Rose fressen, sage ich schon. Reden. Wir gucken uns mal um. Was gibt's denn hier so Schönes momentan? Nichts Gesuchtes. Ein paar Leute auf der Map. Also früh am Morgen. Ne? Was haben wir hier? Event stürmen und säubern. Das ist für die Vault? Ja, wir sind ziemlich überladen. Wir sollten erstmal nach Hause. Ja, ich glaube nicht, dass das für die Vault ist. Mir wurde gesagt, dass das, dass die Vault quasi später für DLCs sind. Ich frage mich, ob das dann so eine Welt in sich sein wird. Weil eine DLC empfinde ich halt nicht als so kleines Mini-Gebiet wie eine Vault. Eine Vault ist halt auch nicht riesig, ne? Ist halt wie so eine Mall. Also wie so eine amerikanische Mall halt, dass da halt ein paar Räumchen sind. Da leben maximal bis zu 90 Leute. Das ist für mich eine Vault. Also Zivilisten. Sagen wir es so, Zivilisten. Ja, keine Ahnung. Und ich hatte einige Diskussionen zum Thema Kleber. Mir ist während der Diskussion aufgefallen, dass wir nie geguckt haben, ob wir den Kleber tatsächlich am Lagerfeuer machen können. Wir haben bisher nur geguckt, ob wir den Kleber im Labor machen können. Zieh dich, Junge. Hast du irgendwas für mich? Ja, Fleisch. Level 32, ja? Stimmt, momentan haben wir ja das Problem, dass uns langsam die Munition für unsere Lieblingswaffe ausgeht. Wir müssen also bald an eine Alternative denken. Warum sind die 32 und warum greifen die mein Zuhause an? Ist das normal, dass die quasi an meinem Zuhause spawnen? Oder ist das einfach nur ein richtiges Spawngebiet? Weil es ist gut möglich, dass sie dann nur spawnen, weil hier ein... anderer siedelt. Ich wollte gerade sagen, da geht doch gleich was in die Luft. Okay, gucken wir mal zum Lagerfeuer. Weil ich hatte ja im Labor geguckt, ob wir Kleber herstellen könnten. Konnten wir aber nicht. Darum dachte ich, wir brauchen das Rezept. Und dann ist mir eingefallen, Moment, ich glaube, das hat man an der Kochstation gemacht. So. Vorbereitet, Pflanzen, nützliches, Gemüsestärke. Ich glaube, Gemüsestärke ist Kleber, ne? Wasserfilter. Benötigt Rang, grüner Daumen. Ist nicht, was man mit dem macht, aber wir brauchen Kleber dafür. Und ich glaube, Gemüsestärke... Ich glaube, Gemüsestärke hat uns Kleber gebracht, ne? Ich muss mal ganz kurz... googeln. Fallout. Gemüse. Stärke. Ja, Kleber selbst produzieren. Pro Gemüsestärke zweimal Kleber. Dann muss man auch erstmal wissen. Übrigens, ich habe meine Cam jetzt taktisch mitten ins Bild reingetan. Wenn es euch stört, kann ich es noch ändern. Ist ja gar kein Problem. Und wir brauchen Mais, Mutterbeeren und Tato. Ich glaube, das ist alles, was wir sogar anpflanzen, ne? Und dann haben wir auch keine Kleberprobleme mehr. Mit
hätte mir auch irgendwie vorher einfallen können. Naja. Wieso bin ich jetzt überladen? Bin ich nicht. Das Spiel verarscht mich mal wieder. Okay, bevor wir irgendwas ernten. Was sollte ich machen? Ah ja, stimmt. So, was haben wir denn hier noch so Schönes an Waffen? 10 mm. Stufe 20. Meiner ist auch Stufe 20, naja. Das ist aber ein ganz anderes Material, ne? Ah, stimmt, der be benutzt auch 308er Munition. Ah. Aber ich glaube, der kann weg. Ja, komm. Ich habe nichts dafür bekommen. Der Rest ist eher unwichtig. Ach, ärgerlich. So, was haben wir hier mit Taschen, mit Taschen, mit Taschen? Soll ich die einlagern? Momentan habe ich ja meine Klamotten ausgezogen. Ich glaube, ich werde die Sachen lagern, einfach nur zwecks Gebrauch, falls wir sie nochmal brauchen. Mein ganzer Scheiß ist hier auch schon wieder halb kaputt. So, wie sieht es mit dem Platz aus? Nicht gut. Ich habe ja in den letzten Folgen große Mengen an Dingen zusammengeführt, ne? Die können wir rein theoretisch verkaufen. Wir haben es ja mal getestet, die Sachen quasi Metallschrott einfach so zu verkaufen in großer Zahl. Hat ja nicht funktioniert. Geformtes Plastik. Deswegen können wir es diesmal so verkaufen. Glasscherben, große Menge Aluminium. Es wiegt eigentlich alles gar nicht so viel, ne? Und ich weiß, ich glaube. Aber wenn wir es verschrotten, kriegen wir 20 Dünger. Geben wir mal die großen Mengen. Ich möchte sie nämlich gerne wieder verschrotten. War vielleicht nicht die beste Idee, das Ganze so zu machen. Knochen kann auch komplett weg, glaube ich. So, Leder werden wir verkaufen, Stahl werden wir verkaufen und Stoff werden wir verkaufen. Da, das ist der ganze Schrott, der wiegt einfach nur so viel. Das ist. Ich habe schon wieder Stahlschrott 325. Das kommt jedes Mal. Wir kriegen einfach so viel Schrott vom Wiederherstellen unserer oder Auseinanderbauen unserer Waffen, dass das quasi uns überlädt. Und die ganzen. Ich habe hier eine 10 mm Waffe irgendwo drin. Schallgedämpft. Ja klar, die habe ich gebaut. Aber die kann auch weg, ganz ehrlich. Ey. Stufe 5. Hier Stufe 15. Wieso habe ich denn verdammte Mistgabel Stufe 1? Ja komm, der Rest kann bleiben. Okay. Die werden wir auch verkaufen, die ganzen komischen Gedönsdinger hier. Wie sieht's mit meinem Gewicht aus? Was bringt es, große Mengen zu machen? Ich habe den Stahlschrott auch jetzt zerkleinert, ne? Ach, ich glaube, es war im Labor oder bei der Bastelwerkstatt. Ich weiß, wir machen wieder ziemlich nützliche Dinge. Ich habe überhaupt kein Bleierz. Schießpulver, Heilung. So. Großmengen. Ich habe Blei. Aber nicht viel. Ich will davon aber auch jetzt keine großen Mengen machen. Wir machen auf jeden Fall. Wie sieht's aus? Wie viel haben wir denn von allem?
Ihr Glasscherben. Wir werden eine Menge Glas verkaufen. Ja, will bleiben mal bei 85. So Gedöns. Große Menge Holz. Holz könnte noch wichtig werden. Obwohl, da können wir auch mal unter 200 gehen, ne? So. Ich weiß nicht, was uns Knochen bringen soll. Na, egal. Ich habe auch gleich kein Plastik mehr. Komm, Leder gehen wir auch unter 100. Geht leider nicht mehr. Ich habe leider kein Plastik mehr. Aber Plastik werden wir schon zusammenkriegen. Na gut. Ja, ist natürlich dumm gelaufen, dass ich jetzt den Stahlschrott und so auch wieder zerkleinert habe, aber egal. So. Schrot. Alu, Beton. Glasscherben. Holzreste. Oh. Ja gut, Stahlschrott und so packen wir erstmal wieder rein. Wenn wir wieder Plastik haben, können wir es machen. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz geschaffen. Und der ganze Scheiß mit Taschen. Wir haben ja jetzt eine Powerrüstung. Eine Frage an die Profis. Wenn ich diese Sachen anhabe, währenddessen ich in eine Powerrüstung gehe, bekomme ich dann die Resistenzen? Ich glaube, die Eigenschaften mit den Taschen verliere ich ja, ne? Aber schreibt es mir mal ruhig in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Du kannst auch weg. So. Ja, das. Das kann alles weg. Ich brauche nur das mit den Taschen. Okay. Jetzt geht's weiter mit dem Kleber. Wir haben viel vorzubereiten. So, wir brauchten Tato. Muta. Karotte. Mais. Ich hab kein Mais. Gib mir mal ein Stück Mais. Dankeschön. Und schon habe ich keinen Dünger mehr. Okay. Aber ist gar kein Problem. Wir können sehr viel Dünger machen, indem wir einfach die Sachen ernten und in unserem Inventar quasi verrecken lassen. Oh, ich dachte, ich habe keinen Dünger. Ah, ich habe 44 Dünger. Okay, das reicht ja erstmal noch. So. Okay, ja gut. Nehmen wir erstmal alles mit, was wir mitnehmen können. Lassen wir es nochmal vergammeln. Wir haben eigentlich doch noch Platz zum Bauen, oder? Okay, Serverlag. Wir haben doch eigentlich noch Platz zum Bauen, oder? Der Seite. Genau. Da können wir hier quasi alles aufbauen, was wir brauchen. Komme ich hier auch irgendwie wieder hoch? Nein, oh Gott. Ich habe hoffentlich nichts kaputt gemacht. Okay, hier komme ich wieder hoch. Denn wir brauchen für Gemüsestärke. Mais, Mutabeere und Tato. Mutabeere habe ich. Was war das andere, was ich da nochmal habe? Das waren keine Tatos, glaube ich, oder? Aber wir werden unterwegs auf jeden Fall noch ein paar Tatos finden. Also ich bin da recht positiv. Oder waren das hier auch Tatos? Hey, Tato-Pflanze. Okay. Na, komm mal mit, liebe Tato-Pflanze. Dich bauen wir jetzt hier auf. Da werden die auch nicht so schnell kaputt gemacht, ganz ehrlich. Ist ja richtig ätzend immer. Oh, ach stimmt, Melonen haben wir auch noch. Das sind tatsächlich die drei Sachen, die wir genau dafür brauchen. Ich habe die drei Sachen, die wir brauchen für den Kleber seit Ewigkeiten bei mir zu Hause. Ja, ich weiß. Ich weiß, Leute. Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Ich kann es mir denken. Es braucht Unterlage. Ja, was glaubst du, was das da unten ist? Luft? Hä? Sag mal, willst du mich verarschen? Ihr braucht und... Nein.
Die Nervensägen sind da. Oh Gott, ich kann die Tatto-Pflanze hier nicht mehr wegnehmen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Und jetzt kommen auch noch die Hubschrauber. Ich will doch einfach nur diesen Scheiß nehmen und den hier hinpacken. Ja, wo ist denn das fucking Problem? Ich meine, ich kann ihn da jetzt nie wieder wegnehmen, aber ist mir egal. Dann bleibt er da halt auf ewig. So. Ich würde ja ehrlich gesagt den Grundstein noch mal ein bisschen verlegen wollen. Einfach, dass ich hier noch mal... Willst du mir sagen, dass es nur hier geht? Was? Sollte ich hier eines Tages herumlaufen und schreien, dann wisst ihr, woran es liegt. Brauchen die vielleicht einen gewissen Abstand zu den Rest? Nein, brauchen sie nicht. Wieso kann ich den platzieren, wo ich will, und den hier nicht? Ich... Ist zum Heulen, Leute. Ist zum Heulen. Ja, hier, hier. So. Was für eine scheiß Überschneidung. Jetzt keine Überschneidung. Weißt du was? Die lassen wir mal da, wo sie sind. Ist mir egal, dass sie kaputt gehen. Sonst, nee, ist mir alles egal jetzt hier. Okay, den kann ich noch nicht reparieren. Okay. So. Ja, guck mal, da fliegen sie. Ich glaube, das war's. Dann können wir, das ganze Zeug können wir auch gerne vergammeln lassen. Wir haben ja momentan eh nicht genug. Mais haben wir 2. Karotten haben wir ein paar. Ja, wir brauchen halt Tato und den anderen Scheiß da. Utabären. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist immer so das Problem, wenn man zu Hause hängt und Sachen zu tun hat, das dauert ewig. Aber gut, ich möchte einen kleinen Boxenstopp machen, bevor wir dahin gehen, werden wir vorher dahin gehen, ne? Zu Giovanni. Ne, Gold... Wie heißt der? Golddivan. Ein goldenes Sofa. Nicht wirklich der beste Name, aber naja. So. Hey, wir sind schon Stufe 32. Noch 20 Stufen. Da haben wir es geschafft. Haben wir das Maximalste. Ja, was ich hatte einige Kommentare in den letzten Tagen gehabt. Ich habe da ja irgendwie für 7 Tage vorproduziert. Und in den 7 Tagen habe ich wirklich viele sehr, sehr nützliche Kommentare bekommen. Aber ich habe sie alle nicht mehr im Kopf. Verdammt. Ich muss mir die Kommentarsektion nochmal angucken. Ich hatte so viele nützliche Tipps gehabt. Stimmt, eine Sache weiß ich noch. Und zwar haben wir, glaube ich, die Karte weggenommen, die uns erlaubt hat, Dinge zweimal zu plündern. Ich meine... Es ist jetzt nicht die beste Karte, und dass ich mir das nicht gemerkt habe, sollte egal sein, oder? Brauchen Sie Schick. Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie Leute erstecken können? Hier werden. Ach Mann, goldenes Sofa. Geht er weg? Ja, danke. Okay. Ich möchte Dinge verkaufen. Die totale Katastrophe. Die war scheiße. Sie sich hier auf ihrem Mistgabel. Das kriegst du alles noch. Das kriegst du alles noch. Mir war es so, als hätte ich noch mehr Waffen verkaufen wollen. Ja, das hier, das Pulvergewehr. Eine 10mm Pistole. Einen schweren Tag des Tötens und Plünderns
hinter sich. Keine Lust, alles mit zurück zu schleppen. Ach Gott. Halt's Maul, Kleiner. Teerbeere. Aber ich glaube nicht, dass ich sie brauche. Ist hier irgendwas, was man gebrauchen könnte? Wieso verkauft er gar nichts? Achso, ich bin unter Hilfsmittel. Nicht auf andere Kunden während ihres Einkaufs einzustechen. Man gibt hier eigentlich nichts Tolles, ne? Das sind wirklich tolle Waffen. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl-Vorrichtungen. Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. Baupläne, was haben wir denn hier? 10mm MP, ja nö. Magnum, behandeltes Futter, Bowie-Messer, Fallenstellerüstung, Garagentor, Gurtzeug, Holzkiste, hölzerne Scheunentür. Jetzt verfügbar. Waren aus. M79. Keine Ahnung, was es ist. Ich nehme es mit. Metallset. Es ist teuer. Ah, das sind wahrscheinlich die ganzen Metalldinger. Milchautomat. Motorbetriebene Tore. Bitte beachten. Ist nicht schlecht. Möchte gern. Langfinger werden durch Verlust besagter Finger bestraft. So, ich hätte gerade eine große Menge Blei. Kleber brauche ich jetzt nicht mehr. Zahnräder waren auch nicht nötig. Ich brauche Schrauben. Schrauben. Aus zweiter Hand. Größtenteils ohne Blutflecken. Na gut. Dann hätten wir das damit erledigt. Ich hoffe, ich habe meine Rüstung nicht verkauft. Okay, zum Glück geht das nicht. Das wäre es noch gewesen, ey. Dass ich meine Rüstung verkauft habe. So, aber ohne Rüstung bringt halt meine Cam nichts. Meine Cam ist ja extra dafür ausgelegt, dass ich diese Rüstung trage. Ne? Okay. Jetzt können wir zu Rose gehen. Komm. Das ist eine Sache, die wir heute noch machen. Die einzige Sache, die uns heute noch voranbringt. Und zwar mit Rose zu sprechen. Ich habe euch gefragt, ihr habt gesagt, ihr wollt unbedingt wissen, was ich zu Hause mache. Deswegen haben wir es jetzt einfach gemeinsam gemacht. Ich werde aber höchstwahrscheinlich die Pflanzen offscreen umstellen, weil es hat mir gereicht, diese drei Tato-Pflanzen umzustellen und dann war ich mit den Nerven am Ende. Das mache ich dann doch lieber offscreen. So. Okay. Falsche Seite. Drecksvieh! Ich bin weg. Ich hab's schon gehört, dieses Krabbeln. Hallo, Rose. Ah, Sie sind zurück. Ja. Sprich mit Rose. Mentitz? Wieso hat das gerade Mentitz in der Hand? Ah, Sie sind zurück. Hä? Hä? Was ist los? Ich hab doch... Sprich mit Rose. Würde ich gerne tun. Hallo? Ah, Sie sind zurück. Ja. Cool. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit einer anderen Quest.
Was passiert, wenn ich sie abschieße? Aber vielleicht will sie deswegen nicht mit mir reden. Aber wieso bin ich in Gefahr? Was soll mich denn hier oben töten? Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn die Gefahr weg ist, dann probieren wir es nochmal. Haut rein, euer Zero. Tschüss.